Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Stillbox von Freiwild. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Still von Freiwild, das Ganze aus dem Jahr 2013. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. So sieht das aus. Wir haben hier eine recht ungewöhnliche Box, also vom Format. Es ist so, ja, quaderförmig und recht ungewöhnlich designt. Dazu kommen wir gleich noch. Wir haben hier einmal auf der Vorderseite die vier Herrschaften, die vier Bandmitglieder auf solchen Stühlen sitzend. Hier hinten sehen wir dann auch noch eine Lampe, die das Ganze beleuchtet. Darüber lesen wir Freiwild, unverzerrt und hart beseitet still. Und grenzenlos Deluxe Edition, so nennt sich das Ganze. Auf der rechten Seite haben wir hier im Querformat den gesamten Inhalt der Box. Und zwar haben wir hier aufgeklappt, dazu kommen wir dann gleich noch, das ist eben die andere Seite der Box. Dann haben wir hier, hier unten steht sogar nochmal, also nicht nur die Abbildungen, sondern hier unten steht dann, diese Box enthält Digipack Still Limited Edition 2 CDs plus DVD plus Digipack grenzenlos CD plus DVD, hochwertige Freiwild Stereo Kopfhörer plus 6er Set Freiwild Plektren, handsignierte Autogrammkarte, Special Box Produktion von 4 Merch. So, dann haben wir noch die weiteren Inhalte als Bilder, also nicht nur per Text, sondern auch als Bildern. Auf der rechten Seite haben wir dann hier wieder den Schriftzug Freiwild, unverzerrt und hart beseitet, still, grenzenlos, Deluxe Edition. Und auf der Vorderseite, Rückseite, je nachdem, ich sage jetzt einfach mal, das ist die Rückseite, nachdem hier die Stühle leer sind. Hier sehen wir dann noch diverse Utensilien, also wir haben hier Schuhe, eine Kappe, ein Sakko. Das wurde hier zurückgelassen, ansonsten die vier Herrschaften hier verschwunden. Und das Ganze ist deswegen speziell, denn es lässt sich hier aufklappen. Hier lesen wir wieder den Bandnamen und den Albumtitel. Dann haben wir das riesen Freiwild-Logo, also das Geweih. Und das Ganze lässt sich dann so aufklappen. Also man kann die Box auch dann von der Rückseite sich ins Regal stellen und dann hier das entsprechend aufklappen. Hier haben wir nochmal die vier Bandmitglieder in ganz speziellen Posen, also es sieht richtig heftig aus, als wäre da irgendwie gerade ein Sturm und Staub, als hätten sie irgendwie gerade einen Krieg überlebt, alle bluten und verletzt. Also Christian, Philipp, Jonas und Jochen, alle hier zu sehen. Hier oben lesen wir wieder Name der Band plus Albumtitel. Gut, das Ganze lässt sich hier dann wieder zuklappen und wir widmen uns mal dem Inhalt. Das Ganze geht dann hier oben auf. Und dann schauen wir mal hinein. Also, wir haben hier einmal eine Autogrammkarte. Dann haben wir hier grenzenlos. Das Album. Und ansonsten haben wir hier dann noch eine riesengroße Packung. Und zwar sind das hier die Kopfhörer. Und auch noch mit dabei ein Plastikgefäß und in diesem sind dann die Plektren. Sehr schön. Also von innen die Box in schwarz gehalten. Packen wir die Box mal zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. So, also wir haben hier ein Digipack. Es ist vom Cover her ident. Wir kennen das schon von der Box. Auf der Seite lesen wir Freiwild still, unverzerrt und hart beseitet. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier tatsächlich zwei CDs. Auf CD 1 haben wir 14 Lieder, auf CD 2 nochmals 13, bedeutet insgesamt 27. Und da bin ich genug, wir haben ja auch noch eine DVD. Still, unser Sommer 2013. Eine grenzenlose Reise, mal still, mal laut. So, die Beteiligten, das Ganze ist erschienen über ihr Label, über Rookies und Kings. Und rechts unten haben wir dann auch noch einen Barcode. Es ist das 9. Album der Band und es ist zeitgleich auch das erste Akustikalbum. Der Name Still nicht von ungefähr. So, hier haben wir einmal die Bühne. Hier wurde wohl ein, oder hier wird wohl ein Konzert stattfinden. Sieht noch relativ leer aus.
Also, das Konzert scheinbar noch bevorstehend oder auch schon danach. Ich würde mal sagen, noch bevorstehend. Und dann haben wir hier in diesem Digipack vier einzelne Register. Und zwar haben wir hier in dem ersten so eine Tasche. Und hier steht dann auch CD1. Also hier haben wir entsprechend Jonas. So sieht die CD aus, hier mit diesem Skelett. Also auf dieser CD befinden sich die ersten Tracks. Waren ja 14 an der Zahl. Dann haben wir hier CD2. Hier haben wir Jochen abgebildet. Die CD2 sieht dann auch wieder so aus mit diesem Knochenmann. Und hier haben wir dann entsprechend 13 Tracks. So. Ganz rechts haben wir dann noch eine DVD. Auch hier wieder der Knochenmann inklusive einem FSK 12 Hinweis. Also die DVD, das Filmmaterial ab 12 Jahren freigegeben. Hier haben wir entsprechend Christian. Und zum Abschluss haben wir dann hier auch noch Philipp und er hält hier für das Booklet her. Also hier lesen wir Booklet. Das Ganze ist hier scheinbar, ja, ist eingeklebt. Okay, normalerweise fange ich immer mit dem Booklet an, aber ich zeige euch das jetzt in diesem Fall mal als letztes. So, was lesen wir hier? Freiwillig, unverzerrt und hart beseitigt, still CD1. Erstens ein erster stiller Gruß. Das ist Track Nummer 1. Ah ja, okay. Also der erste Track, das macht ja auch Sinn. Der ist ja auch nur eine Instrumentalvariante. Und dann haben wir, wie so oft bei Freiwild-Booklets, die Lyrics komplett mit abgedruckt. Sehr schön. Also hier haben wir wirklich Wort für Wort der jeweiligen Lieder abgedruckt. Dann haben wir hier noch Fotos. Sieht so aus nach Live-Konzert, nach der Crowd. Und so zieht sich das dann durch. Also einerseits Fotos, aber hauptsächlich natürlich hier Text. Fotos der Bandmitglieder. Aber jede Menge Text, die Lyrics zum Mitsingen, zum Nachlesen. Und nachdem wir ja hier 14 Tracks auf CD1 haben, wird das dann hier gebrochen mit diesem Bandfoto. Hier haben wir alle vier. Und dann geht das hier weiter mit CD2. Und hier haben wir dann auch nochmal 13 Tracks samt Lyrics und zugehörigen Fotos. Also ein sehr dickes, ein sehr ausführliches Booklet. Jawohl. Zum Abschluss dann natürlich die Credits zum Album. Wer hat hier mitgewirkt? Wer hat seinen Anteil an diesem Album? Und dann noch Ende. Gut, so viel zu diesem Digipack. Also wie gesagt, zwei CDs plus DVD in diesem Digipack mit dabei. Damit aber nicht genug. Wir haben auch noch eine weitere Geschichte hier drin. Und zwar nennt sich das hier Freiwild grenzenlos. Hier haben wir einen FSK 6 Hinweis, das ist in diesem Fall ein Sticker, bedeutet, man kann den abnehmen. Das werde ich dann auch gleich mal machen, weil er mich ziemlich stört so von der Optik. Aber ist auf jeden Fall gut, dass das hier mit einem Sticker gelöst wurde. So, sieht doch gleich besser aus. So sieht das von der Seite aus. Und auf der Rückseite haben wir einmal die Tracklist, 8 Stück an der Zahl. Und wir haben eine DVD. Also hier noch zusätzlich eine CD plus eine DVD. Wir haben hier auch wieder ein Booklet im Hochformat. Okay, und das ist wieder sehr textlastig. Hier haben wir aber nicht die Lyrics, sondern das ist mehr oder weniger ein Tagebuch. Denn hier bei diesem Projekt, bei Grenzenlos, ging es in ja, relativ kurzer Zeit in sehr viele verschiedene Länder. Also es ging meines Wissens nach Deutschland, nach Spanien, nach Italien, nach Frankreich, nach Großbritannien und auch, ja, natürlich Südtirol, aber das gehört ja zu Italien dazu. So, dann haben wir hier dieses Tourtagebuch, wo man wirklich im Detail nachlesen kann, was die Jungs dort erlebt haben. Hier nochmal ein Foto der vier. Und dann haben wir am Abschluss doch noch die Lyrics. Also, Track Nummer 1. Und was spannend ist, dieser Song mehr oder weniger wurde dann in verschiedensten Sprachen neu interpretiert. Also, wir haben hier den Song von der Idee oder von der Thematik her gleich, aber wenn ich richtig informiert bin, in 6 verschiedenen Sprachen. Also, wir haben hier in
jede Menge Sprachen. Bedeutet, wir haben hier eine deutsche Version, eine spanische Version, eine italienische Version, eine französische Version, eine englische Version und sogar eine auf Südtirolerisch. Darauf freue ich mich schon sehr. Zum Abschluss gibt es dann hier auch wieder die Credits. Jawohl. Und auf der DVD haben wir eben die Videos. Hier sehen wir es auch. Deutschland, Südtirol, Italien, Frankreich, Spanien, England. Also diese verschiedenen Variationen mit Video dabei. Sehr schön. Hier sehen wir dann nochmal die Herrschaften sitzend. Und wenn wir das Ganze dann hier rausholen, wenn es mir gelingt. So. Das ist mal CD grenzenlos. Und dann haben wir noch DVD grenzenlos. Also, dieser DVD haben wir den 6er zu verdanken. Und dann haben wir hier wieder die 4 Bandmitglieder. So, dann packen wir das wieder zurück. Einmal die DVD, einmal die CD. Ja, das hält. Booklet findet auch wieder an seinem Platz. So, dann haben wir eine Autogrammkarte. Die ist recht groß, also es dürfte A5 sein. Wir haben hier die 4 Herrschaften wieder auf den Sesseln, auf den Stühlen sitzend und alle 4 haben hier unterschrieben. Also, wir haben hier Jochen, Philipp, Christian und Jonas und auf der Rückseite wieder das Freiwild-Logo. Mit dabei Plektren, in diesem Fall 6 Stück an der Zahl. Die kommen hier in so einem ganz speziellen Plastikcase. Bin mal gespannt, ob ich das jetzt auf die Schnelle aufkriege. Oder ob man das irgendwie aufschneiden muss. Aber ich gehe mal davon aus, dass das hier einfach aufzumachen. Jawohl. Das funktioniert. So. So sehen die aus. Wir haben hier einmal ein Freiwild-Plektron in Schwarz-Weiß. Dann hier einmal mit Logo. Und dann noch die 4 Bandmitglieder. Alle in dieser Optik, die wir schon von der alternativen Boxseite da kennen. Also, wir erinnern uns. Ah, falsche Seite. Wo haben wir es? Ah doch, war die richtige. Hier haben wir die 4 und genau diese Fotos wurden dann hier nochmal auf die Plektren gemacht. Sieht gut aus. Und auf der Rückseite dann wieder das Logo. Also für alle, die irgendwie Gitarre spielen, akustische oder E oder Bass oder was auch immer, die haben dafür auf jeden Fall dann, glaube ich, mehr Verwendung. Ich persönlich spiele keine Gitarre, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass sowas Schönes dabei ist. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier Kopfhörer. Gab es auch schon das ein oder andere Mal in Boxen. Ich bin gespannt. Wir haben hier schwarze Kopfhörer, Stereo-Kopfhörer nennt sich das. Okay, also hier sehen wir es von den unterschiedlichsten Winkeln. Und hier lesen wir dann noch Made by 4Merch, Warnung. Okay, also dass man eben nicht zu laut hört oder nicht irgendwie im Straßenverkehr. Achtung, Freiwild-Songs können süchtig machen und die Wahrheit ans Licht bringen. Die Kopfhörer können zur Wahrung des Nachbarschaftsfriedens beitragen, ihn aber ebenso eindämmen. Der Hersteller empfiehlt, den Kopfhörer im Beisammensein mit vielen Menschen durch eine laute Stereoanlage zu ersetzen. Ja, gut, dann haben wir noch die technischen Details. Dann schauen wir mal rein. Das Ganze ist hier so ein Pappschuber. Dann haben wir hier noch eine separate Box. Und hier lässt sich das Ganze dann öffnen. Also, so sieht er aus. Der Kopfhörer. Also, in Schwarz und Silber hauptsächlich. Hier lesen wir dann rundherum. Sieht fast wie Runen aus. Hier lesen wir dann auch rundherum Freiwild. Auf der Seite genauso. Oben lesen wir dann in Silber still. Also, Schwarz-Silber auf jeden Fall eine gute Farbkombination. Und natürlich haben wir dann auch noch ein Kabel mit dabei. Hier so einen Klinkenstecker, so ein AUX-Kabel. Eines natürlich für hier, um das in den Kopfhörer reinzustecken. Und das zweite dann, je nachdem, in den Laptop, in eurem Computer, in das Handy, wo auch immer und wie auch immer ihr Musik hört. Und die sind dann hier auch noch größenverstellbar. Also je nachdem, wie man es für seinen Kopf benötigt, kann man hier dann die Bügel noch etwas verlängern und damit dann vergrößern. So, das Ganze lässt sich dann hier wieder zusammenklappen. Also hier an den Seiten ist das hier so ein Gelenk.
wenn es funktioniert. Ja. So, dann werden wir die mal wieder verstauen. Ah ja, und wir haben dann hier auch noch auf der Unterseite einen Polster, also dass das auch wirklich hier angenehm auf eurem Kopf aufliegt. So, das Kabel packen wir auch wieder rein. Sehr schön. So, ich glaube, hier ist sonst nichts weiter drin. Das ist einfach nur, um das Ganze entsprechend in Position zu halten, oder? Ja. Gut. So, dann packen wir die Kopfhörer wieder in den Pappschuber. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Kopfhörer samt zugehörigem Kabel. Dann haben wir hier dieses Set von 6 Plektren, 2 Freiwild-Plektren und dann jeweils die 4 Bandmitglieder. Die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat, alle 4 Bandmitglieder haben sich hier verewigt. Grenzenlos die CD mit, wie viele waren es, 8 Tracks plus der DVD mit den 6 Videos. Und natürlich das Album an sich, still mit den 2 CDs drin plus der DVD. Hier sind insgesamt 14 plus 13, also 27 Tracks, mit denen von hier, mit den 8 Stück, haben wir dann 35. Das ist echt eine Menge. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Still von Freiwild. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Freiwild unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.